Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde WoW World of Warcraft in einer neuen Aufnahmesession. Und ja, ich habe das Gefühl, in jeder Aufnahmesession muss ich erstmal ein bisschen was palavern, bevor es überhaupt losgeht. Ich habe ein paar Tage Pause gehabt. Allerdings habe die letzten drei Folgen davon nichts gemerkt, denn diese letzten drei Folgen, die habe ich jetzt halt, naja, halt die letzten drei Tage halt ausgestrahlt, sind aber eine Vorproduktion von noch vor der Pause, von dieser mehrtägigen Pause von 5-6 Tagen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und ja, hatte einiges zu tun. Bisschen was mit Umzügen und so weiter und so fort. Und deswegen ist das hier alles ein bisschen, naja, in die Länge gezogen worden. Und unnötige Pausen, das tut mir leid. So, und naja, ich gucke mal hier wieder. Hochberg, das weiß ich, wo wir sind. Aber ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ich habe alles vergessen. Es tut mir so leid, aber momentan habe ich so viel um die Ohren. Ist das laut gerade auf meinem Ohr bei euch auch? Das ist ja nicht mehr auszuhalten. So, was müssen wir denn machen? So, lass mal lesen. Eins, Seelenkammer. Ja, glänzend, aber tödlich. Ist es das? Hallo, ich möchte gerne die Quest lesen. Sammelt Seelenkammern von Kobolden im Schnodderschnauzenbau. Ah, ja, genau das. Angriff der Legion. Ich habe mir sagen lassen, dass Angriff der Legion halt mit dem Patch zusammenhängt. Gut, da haben wir jetzt so großartig nicht viel zu tun. Aber wir können weiter natürlich spielen. Alter, ist das laut hier gerade. So, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Wir müssen... Lasst mich unsere Chancen verbessern. Ja, ja, klar, natürlich. Du kannst deine Chancen sehr, sehr, sehr verbessern, indem du mir hilfreich zur Hand gehst. So, viel ist da ja nicht, was ihr... Hä? Ah, ich habe die 1 gedrückt. Ich dachte, oh mal, das ist so ein bisschen peinlich. Da war ich jetzt halt ein bisschen... Da habe ich mich jetzt selbst ein bisschen verwirrt, Entschuldigung. Ich dachte ernsthaft, ich habe die 2 gedrückt. Dabei habe ich dann tatsächlich einen Schattenschlag ausgeführt. Peinlich, peinlich. So. Ist das euer Ernst? Jetzt sollte ich eigentlich einen Schattenschlag ausgeführt, aber egal, komm. Machen wir mal. Ja, du nimmst die Kerze, aber nicht meine. Finger weg von meiner Kerze. Wohin fasst du denn an? Ich habe kein Ziel. Vor allem, wohin fasst du denn an? So, einmal kurz den Stuhl richten. Also nicht hinrichten, sondern richten. Gut, wir haben 5, nein, 6 von 7. Viel kann ja nicht mehr sein. So, habe ich dir wehgetan? Es tut mir leid. Nicht hauen. Nicht hauen. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich erinnere mich noch vage. Was? Greift er mich jetzt an? Natürlich greift er mich jetzt an. Wie sollte es auch anders sein? Hallo? Hallo, ich möchte dich hauen. Stirb. So, und du auch. So, ich muss noch ein bisschen Gesundung reindrücken. Stimmt, ich erinnere mich an Folgendes. Ah, guck mal hier. So, ich erinnere mich an Folgendes. Warum sind jetzt hier auf einmal so viele Flattermäuse? Ich gehe einmal zurück. Nein, das war falsch. Ich gehe einmal... muss ich jetzt hier oben lang? Wie komme ich nach oben hin? Nanu? Aber wie? Bereit zur Abgabe. Ja, aber wie komme ich da hin? Ach, hier, okay. Ich werde, das habe ich in der letzten Folge gesagt... tatsächlich mal wieder, glaube ich, umschwenken auf Meucheln. Ja, ich meine, das haben wir gesagt, ne? Ne, das war doch... Ja, was mache ich denn? Wo ist denn jetzt hier... Nicht doof? Ich gehe erstmal raus aus der Höhle hier. Die ist viel zu laut. Yippie! Stimmt, wir wollten wieder wechseln auf Meucheln. Aber wir geben jetzt erstmal die Quest ab. Alter, wo bist du denn? Was zur... habe ich jetzt irgendwas verpasst? Fehlt hier ein NPC? Da habe ich ihn jetzt einfach vercheckt. Hallo? Glänzend, aber tödlich. Was? Was? Bereit zur Abgabe. Ach Mann. So, Moment. Seelenbrunner Orion, da haben wir den Mond gefangen. Alle, ja. Kristalle glänzen zwar hübsch. Da gebe ich in die Nähe Höhle. Was soll ich jetzt machen? Ich bin zu blöd,
Muss ich hier nach oben? Kann doch nicht sein. Hilfe! Ich bin maximal verwirrt. Ist hier über mir irgendwie der Questgeber? Kann das? Das ist doch nicht normal. Nein, niemals. Wo ist denn hier? Glänzend, aber tödlich. Ja. Aber bei wem soll ich das machen? Gehen wir nochmal her. Oh Mann, das ist jetzt leicht peinlich. Klicken, um Questdetails anzusehen. Sammelt Seelenkammern von Kobolden im Schnotterschnauzenbau. So. Sinnbewahrer Uria und ich haben Dämonengefangene zu Alari in Asuna gebracht, als unsere Karawane von Kobolden angegriffen wurde. Diese hirnlose Gesindel ist in den Seelenkammern verschwunden und in denen sich unsere dämonischen Gefangenen befanden. Ich erinnere mich, aber da war doch... Nee. Hilfe? In der Höhle drin? Hier unter uns? Wo? Was? Ja, ist ja schon nicht mehr feierlich hier, ne? Hilfe! Wieso zur Hölle ist sie jetzt da hinten? Oder unten? Was? Alter, ihr verwirrt mich maximal. Autsch, autsch, autsch. Autsch. So, hier haben wir doch begonnen. Was war das denn jetzt bitte? Es tut mir leid, liebe Leute. Ich bin heute ein bisschen verwirrt, aber nur ein klitzekleines bisschen. Merkt man kaum, hoffentlich. So, Lehrling Rosalinen. Unsere Feinde werden fallen. Ja. Aber nicht mit dem Helden, den ihr hier in die Schlacht geschickt habt. Habt ihr die Seelenkammern schon geborgen? Oh ja. Ist das alles, was ihr finden konntet? Ich bin natürlich dankbar, diese Edelsteine wieder in meinem Besitz zu haben, aber scheinbar fehlen immer noch einige. Ich fürchte, sie wurden zerbrochen. Was bedeutet, dass die Dämonen daraus entwischt sind? Oh oh. Dämonenfestigung. Was? Dämonenfestsetzung. Die entflohenen Dämonen müssen wieder festgesetzt werden. Sie zu töten ist keine Option. Uria wurde damit beauftragt, die Gefangenen zur Befragung zu Alari zu bringen, und ich werde nicht zulassen, dass er versagt. Ich habe Uria oft dabei zugesehen, wie er Dämonen einfing. Es scheint kompliziert, aber ich glaube, ich bekomme das hin. Ihr müsst sie nur zuerst für mich bezwingen. Schwächt Dämonen, damit Lehrling Rosalien sie mit einer Seelenkammer einfangen kann. Och, das geht doch. Das ist gut. Oh, schön. Ja, warte, Schnucki. So, jetzt machen wir das, was wir auch schon in der letzten Folge angekündigt haben. Wir werden... wieder auf Meucheln gehen. Aktivieren. Das Gute ist, soweit ich das in Erinnerung habe, wir schauen mal kurz. Ja, wir haben wieder alle nötigen Tastaturbelegungen da, wo die sein sollen. Wobei die Frage ist, möchte ich das wirklich? Aber doch, ich möchte das. So, einmal wieder ein bisschen giften. Bisschen Self-Heal. So, jetzt muss ich halt Dämonen schwächen. Oh. Lasst mich unsere Chancen verbessern. Ja, gerne. Alter, Alter. Alter, was für ein Damage-Output. Also der Burst ist ja super beim Meucheln. Bei Täuschung. Sag ich das jetzt richtig? Komm, bevor ich hier... Bei Täuschung ist der Burst super. Aber der generelle Damage, der ist beim Meucheln, glaube ich, doch noch ein bisschen höher. Ich muss näher ran. Ach ja, ach, da kann er, stimmt. Da kommt... Na, klasse. So. Stimmt, da konnte ich ja nicht bursten, da konnte ich ja nichts machen. Ja, okay, okay. Der Dämon ist schwach genug, dass ich mit dem festsetzten Zauber beginnen kann. Das sollte nur einen Augenblick dauern. Der Dämon wurde gefangen. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Da konnte mein träges Hirn nicht mitkommen. Lesen? Ich gehe da mal. So. Da hinten? Nein, das war nicht so. Ich habe doch hier auf der Minimap noch was anderes gesehen. Lauf doch mal schneller. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht getäuscht. Hier, ne? Da, hier ist doch... Nein, hier. Wo, was? Hier unten? Autsch, wer war das? Warst du das? Hast du mich gerade... Freiheit. Freiheit. So, mein Freund.
Ich brauche ein Ziel. Alter, könnt ihr mal bitte aufhören, so kacke zu mir zu sein? Ich habe euch nichts getan. Ich habe euch nichts getan. So, du blutest jetzt einmal. So, was ist das hier nochmal? Was ist das hier? Gift durch. Ah, ja, okay. Ja, ich muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Hallo? Ich brauche ein bisschen Heal. Da stirbst du mal bitte ein bisschen. Wow. Ah ja, danke. Gut. Einmal kurz bandagieren. Dafür haben wir sie, ja. Das Dumme ist, wir können uns im Stealth fortbewegen. Allerdings haben wir hier Lehrling Rosalyn. Rosalyn, und die ist nicht so... Nee. Du kriegst dann auf den Kopf. Nee, hier müssen wir gar nicht lang. Wir müssen, glaube ich, runter tatsächlich, ne? Nein, nach oben. Oh mein Gott. Nee, mache ich. Ach so, ah, okay. So, pass auf. Die Pfeile auf dem Minimap haben nach oben gezeigt, also gehen wir auch mal nach oben. Oben. Und jetzt kommen wir hier weitermachen. So, jetzt wird ein Schuh draus. Ach, schade, wenn ich hier so sehr unsere Energie, unsere XP anzeige. Wir sind bald durch. Aber Moment mal. Wir kommen doch hier wieder raus, hä? Alter, was... Hilfe. Ich bin zu dämlich. Wir müssen hier lang. So, wir schaffen das schon noch. Wir müssen hier hinten lang. Also die Minimap-Anzeige, ne? Die ist ja echt mal par excellence, ne? Hier oben müssen wir hin. Habe ich doch gesagt, die ganze Zeit schon. Aber ihr wollt hier nicht auf mich hören. Schnauze. So, ja, ja, ja. Ruhe, ihr seid ganz böse. Zur Not drücke ich Vanish und dann haben wir die Sache. Ach, guck mal hier. Hier kommen wir hoch. Du, jetzt ist gut. So, Schnauze. So, einmal kurz Gesundung. Reinschmeißen. Ich mag das nicht. Hört auf, mich zu hauen. Wir machen das. Oh, oh. Hoffe ich. Braucht ihr Hilfe? Ja, bitte, 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 Hilfe. Stirb, stirb, stirb. Boah. Leute. So, ich kann... Was? Ach ja, ich habe ja das neue Essen noch gar nicht hier reingepackt, ne? Milchreis? Oh, Milchreis. Boah, da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Aber jetzt in real life jetzt halt Milchreis, ne? Boah. Oh, verdammt, ich war gerade einkaufen. Ah, verpeilt in dieser komischen Schnodderschnauzenhöhle. Super. Aber egal. Das macht ja unser Gameplay aus. Das machen wir. Ich spüre einen Dämon in dieser Nähe. Über uns, Nemesis, auf den Vorsprung. Okay. Dann werden wir das so machen. Und die hau ich dann auf den Kopf. Damit die anderen uns nicht entdecken. Oh ja, auf den Vorsprung. Da ist ein Dämon. Und den gilt es zu bezwingen. Hi. So. So. Nein. Ist ja gar nicht. Autsch. Was machst du denn da? Der Dämon ist schwach genug. Dass die Fesseln sauber beginnen können, das sollten wir irgendwie bla bla bla. Ich glaube, die sagt doch immer wieder dasselbe, ne? Also lassen wir das mit dem Vorlesen mal sein. So. Wir ziehen die Karte zur Rate. Die Karte zur Rate. Das war ein super Reim. Nein, natürlich nicht. Yippie! Yippie! So, jetzt haben wir Stückchen für Stückchen diese Viecher. So, du. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, dass wieder zwei, drei Stück auf einmal kommen. Und mir dann böse in den Hintern treten. Das muss nicht sein. So. So, einmal so. So, einzeln sind die nämlich gar keine Probleme. Gar keine Probleme. Einzeln sind die gar kein Problem. Was ist denn los mit mir heute? Man merkt, dass ich schon... Okay. Man merkt, dass ich schon wieder länger nicht am Aufnehmen war. Zuerst etwas anvisieren. Mein Gott, nee, ey, ihr stellt euch aber auch an, ne? Das ist echt... Komm. So, dreh ich mal um. So.
Das? Und mal looten. Haben wir noch das hier? Alter, der Damage ist abnormal, ey. Genau. Der Dämon ist schwach und so weiter und so fort.